Naja, prinzipiell überall. Ich denke, es ist auch wichtig, weil Technik, Mensch, Gesellschaft etwas ist, das immer mehr eine Einheit werden sollte. Wohin das geht, das weiß, glaube ich, nicht einmal die Menschheit und die Techniker. Sprich, wir reden ja von Robotern, Menschen, Mischung, Mischformen. Ja, es gehört zusammen, aber ich glaube, es spielt noch nicht so wirklich Rolle. Was ich ganz gut fände, wäre überhaupt mal zu schauen, was kann mein Handy eigentlich alles, was wird da alles aktiviert, was ich nicht kontrollieren kann von irgendwelchen Apps. Wann wird mein Mikro eingeschaltet, wann wird meine Standortermittlung eingeschaltet. Ich habe den Eindruck, da habe ich auch bei meinem Mobiltelefon irgendwie gar keine Kontrolle mehr drüber. Und ich glaube, bei sowas so ein bisschen mehr Mitspracherecht, ein bisschen mehr Kontrolle zu haben, das fände ich, glaube ich, sehr beruhigend. Die Datensicherheit ist eigentlich immer ein ganz wichtiges Thema. Das ist ja auch allgegenwärtig, auch immer in den Medien kommt das zur Sprache. Ansonsten, was, ob das jetzt, ich weiß jetzt nicht, ob das vielleicht so ins Technische schon mit reinfließt, aber halt Sachen wie Nachhaltigkeit, also dass dann halt irgendwie ein bisschen irgendwie in der Entwicklung, was in der Entwicklung steckt, um zum Beispiel dafür zu sorgen, dass Energie besser genutzt wird oder halt Rohstoffe und Nahrung einfach irgendwie besser und effizienter genutzt wird. Ja, auf jeden Fall im öffentlichen Verkehrsbereich. Also das finde ich ganz wichtig, weil ich bin auch ich fahre vorwiegend öffentliche Verkehrsmittel. Und dann, Sie hatten es vorhin irgendwie gesagt, mit Gesundheit. Ich bin im Krankenhaus und da ist natürlich technischer Fortschritt auch ganz schön wichtig. Verkehrsmäßig, dass viel mehr öffentliche Verkehrsmittel eingesetzt werden. Zug und Bahn, da fehlt es in Deutschland noch weit. In der Infrastruktur. Also das war auch unser Anliegen und natürlich auch das ganze Globale und Datensicherheit und so, das ist natürlich sehr wichtig für uns.